Hi Leute und herzlich willkommen zu Tag 36 der Sims 3 Doomsday Challenge. Heute ist wieder ein besonderes Ereignis. Ich mach mal eben schnell den Browser an und ich lasse das Spiel auch in Pause, weil wir nämlich einmal zum einen wieder würfeln müssen. Ich glaube vor allem, ich muss den Browser hier mal ein kleines bisschen... Ja, nee, das geht schon so. Dann hier. Was wollte ich sagen? Hier, genau. Wir müssen einmal wieder würfeln. Der T12-Schwellenwert beträgt 9. Das heißt, wir müssen eine 10 oder höher würfeln. Diesmal wird es echt knapp. Dann gibt es aber noch etwas Neues dazu. Denn wir hören... um 3 Uhr morgens, hier ist jetzt gerade schon 4 Uhr morgens, das habe ich überlesen, ups. Ja, wir hören um 3 Uhr morgens einen lauten Knall und wachen davon auf. Wir schauen aus unserer Hütte raus und sehen nichts außer Dunkelheit, aber weil wir wissen wollen, was da los ist, schicken wir unseren Meistathlet, also unseren stärksten Sim, das ist hier Veronica, Veronica heißt sie, ne? Genau, okay. Schicken wir Veronica raus, um nachzusehen, was hier los ist. Und ja, wir gucken raus und sehen zuerst gar nichts. Aber dann sehen wir ein Feuer in der Entfernung, weiter hinten in der Entfernung brennen. Und ja, es sieht so aus, als hätten die gewaltsamen Gangs jemanden attackiert. Ja, wir hören Maschinengeröhre, also eigentlich ein Auto, das Gas gibt und verstecken uns hinter Steinen. Das haben wir hier auch gerade schon gemacht, also verstecken wir uns, wie gesagt, hier hinter Bäumen oder Steinen. Hier sind es jetzt Steine und glücklicherweise sieht man unsere Hütte nicht, weil es komplett dunkel ist. Also die Kerzen erleuchten so wenig, dass es halt komplett dunkel ist und... Ja, dann sehen wir aber einen kleinen Jungen, der hier uns sagt, dass wir ihm helfen sollen. Und wir können uns jetzt aussuchen, ob wir ihn wegschicken oder ob wir ihn hier mit zu unserer Familie schicken. Also ob wir ihn zu unserer Familie bringen sollen. Er heißt Caleb. Das hat vielleicht so ein bisschen Ähnlichkeiten mit Hannah und Caleb. Das war... beabsichtigt. Aber ich würde sagen, bevor wir hier irgendwas mit der Wahl machen, werden wir erstmal würfeln. Wir müssen eine 10 oder höher würfeln und zwar mit Veronica, Hannah und Caroline, meine ich. Ich glaube, keine von denen war immun mehr und keine von ihnen ist krank geworden und immun geworden. So, dann, müssen wir hier würfeln. Wir müssen eine 10 oder höher würfeln. Ich würde sagen, wir fangen an mit Veronica. 1, 2, 3. Eine 8. Oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße. Veronica ist infiziert. Das heißt, wir müssen jetzt mit ihr... Was müssen wir jetzt würfeln? Eine 12 minus 6. Also müssen wir jetzt mit ihr eine 6 oder höher würfeln, damit sie das Virus überlebt. Und zwar 1, 2, 3. Gott sei Dank. Sie hat überlebt und sie ist immun. Das muss ich mir sofort aufschreiben, weil ich so vergesslich bin bei sowas. Veronica ist jetzt immun. Immun gegen die nächsten Virenrolls. Das heißt, wir müssen mit ihr nicht mehr rollen. Dann würde ich sagen, geht's weiter mit Hannah. Ich muss nochmal gucken. Eine 10 oder höher. Hannah, 1, 2, 3. Oh, verdammt. Hannah ist infiziert. So knapp. Was war mit ihr? Eine 5. Das heißt, mit ihr müssen wir eine 7 oder höher würfeln. Okay, bitte, bitte, Hannah. 1, 2, 3. Oh, Gott sei Dank. Hannah ist immun. Muss ich auch mal hier schnell dazu schreiben. Veronica und Hannah. Habe ich Hannah mit H hinten geschrieben? Oder mit... Ja, mit H. Okay. Hannah ist ebenfalls immun und dann kommt jetzt Caroline dran, muss auch eine 10 oder höher würfeln. 1, 2, 3. Gott sei Dank. Okay. Und Caroline ist gar nicht infiziert. Dann muss ich ganz kurz hier, bevor wir irgendwas machen, kann ich das jetzt Eddie einen neuen Namen geben, denn ich habe einen super guten Namensvorschlag bekommen. Danke an
Karin, glaube ich, war es, genau. Wir werden dir einen neuen jungen Namen geben. Und zwar werden wir dich Stefan nennen. Das passt super, denn Caroline und Stefan aus Vampire Diaries, die waren ja da so ein bisschen, ne? Ich will nichts spoilern, aber jetzt würde ich sagen, geht's dann hier zu der Entscheidung. Denn wir können uns, wie gesagt, jetzt entscheiden, ob wir den Jungen aufnehmen wollen oder wegschicken wollen. So, da werde ich hier kurz, ja, hier, wir sehen also einen kleinen Jungen, der 7 oder 8 Jahre alt ist und dreckige Klamotten gab es leider nicht, deshalb sah er aber ein bisschen krank aus. Ich habe ihn jetzt ganz blass gemacht. Er ist nicht nah genug an uns dran, dass wir jetzt mit Veronica einen Viruscheck rollen müssen und wir verwarnen den Kleinen, dass er unbedingt erstmal Sicherheitsabstand halten soll. Und er sagt uns hier, dass sein älterer Bruder Probleme mit den bösen Leuten, mit der Gang bekommen hat und diese deshalb in der Nacht gekommen sind und das Haus von ihnen verbrannt haben, also runtergebrannt auf die Grundmauern. Und ja, er ist dann jetzt abgehauen. Sein Bruder hat ihn verlassen und ist weggefahren. Das war das Autogeräusch, was wir gehört haben. Und jetzt braucht er Hilfe. Und wir können uns überlegen, ob wir ihm sagen, dass er verschwinden soll. Dann haut er weinend ab und wir müssen keinen Viruscheck rollen. Dann müssen wir aber auch zweitens überlegen, ob wir ihn aufnehmen sollen. Dann müssen wir einen Viruscheck mit für den Jungen rollen, der ist aber hier bei 7 oder genau bei 7. Das heißt, wir müssen mit ihm einen 8 würfeln. Und das würde ich sagen. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Wenn der Sim infiziert ist und das Virus überlebt, dann können wir ihn zwar nach Hause bringen, wir müssen aber mit allen nochmal einen Virus-Check rollen, mit allen Familienmitgliedern. Ist aber schon gar nicht so schlimm, weil theoretisch könnten wir ihn trotzdem aufnehmen, weil die gute Veronica und Hannah ja jetzt schon immun sind. Das heißt, wir können ihn auf jeden Fall aufnehmen. Mit Caroline müssten wir halt nochmal würfeln. Das wäre ein großes Risiko. Wenn der Sim den Check überlebt und er nicht infiziert ist, dann können wir ihn auf jeden Fall dazu fügen zum Haushalt. Das habe ich jetzt vorerst mal gemacht. Ich würde das jetzt hier würfeln. Ich würde ihn versuchen, auf jeden Fall aufzunehmen, den armen Caleb. Und deshalb würde ich sagen, würfeln wir mit ihm nochmal. Wir brauchen eine 8 oder höher. 1, 2, 3. Eine 11. Das heißt, Caleb ist gesund. Wir können ihn hinzufügen. Das haben wir jetzt gemacht. Und das Gute ist hier, er hat Sinn für Humor, ist schüchtern, aber er liebt die Natur. Eigentlich heißt es, wir sollten ihm das Merkmal grüner Daumen geben, aber das ist doof, weil grüner Daumen gibt's für Kinder nicht. Das heißt, er ist hier, hat das Merkmal, liebt die Natur. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das hier irgendjemand auch schon hat. Nee, gut, dann, gehört jetzt Caleb zu unserer Familie. Wir kennen ihn hier noch gar nicht, deshalb würde ich aber mal sagen, werden wir hier erstmal die gute Veronica nach ihrem Tag fragen, dann werden wir kurz mit ihr plaudern, und dann kennenlernen. Nee, einfach nur nach ihrem Tag fragen und kennenlernen. Es ist 4 Uhr morgens, der Gute freut sich schon, das ist sehr schön. Und er latscht einfach durch die Steine hindurch. Okay, das ist auch interessant. Das wusste ich gar nicht, dass das geht, aber naja. Ja, ihr unterhaltet euch hier. Die Pflanzen müssen wir wahrscheinlich gießen, ne? Achso, können wir als Kind nicht. Das ist ziemlich blöd. Düngen, die müssen noch nicht gegossen werden, oder wie? Scheint wohl so. Dann würde ich aber mal sagen, weil hier, der Caleb, wie geht's dem denn so energiemäßig? Der ist sehr müde, weil er sehr müde ist. Ich glaube, die beiden können nicht, also Veronica und Caleb können nicht in einem Bett schlafen, aber ich glaube, dass Hannah und Veronica in einem Bett schlafen können. Deshalb wirst du jetzt hier in diesem Bett schlafen und du möchtest malen. Das werde ich dir dann natürlich als Wunsch hinzufügen. Dann kannst du hier die Zeichenstation von deiner Mutter später benutzen. Dann würde ich sagen, danach gehst du, Veronica, hier auch wieder schlafen und Caleb
geht dann auch hier schlafen. Du wirst im Bett von Hannah schlafen. Ich hoffe, das geht. Das Problem wird halt dann jetzt, was machen wir, wenn Caroline zum Kind wird? Dann haben wir einen groben Bettmangel. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie nochmal an den Schrottplatz gehen. Und wir können uns einen Wunsch für Caroline ein Merkmal für Caroline raussuchen. Und ich habe schon gesehen, dass Kinder kleptomanisch sein können. Und das ist super gut, denn dann können wir, also wir müssen um 6 Uhr gleich auch wieder aufstehen. Und zwar jetzt, weil wir hier mit dir, obwohl, stehen wir gleich auf oder werden wir einfach mal ein bisschen schlafen? Weil gießen können wir, egal wann. Und wir haben jetzt hier auch, oh, das ist super gut, wir können jetzt Sachen abernten. Das heißt, wir können auch hier Sachen grillen und rösten. Ich würde sagen, wir schlafen mit dir noch ein bisschen länger und dann gehst du als erstes einfach mal baden. Obwohl du wahrscheinlich nach der Gartenarbeit wieder stinken wirst wie Hölle, ne? Dann wirst du jetzt hier ein Bad nehmen. Nee, du wirst erstmal Sachen abernten. Und zwar erstmal hier. Was machen wir denn zuerst? Ich würde erst sagen, Pflanze gießen. Und du machst das auch. Du möchtest deine Haare färben oder schneiden. Das ist das Coole. Das können wir hier machen. Ich denke mal, die Haare färben werden wir nicht. Aber schneiden können wir sie auf jeden Fall. Was loggen wir denn da dann mal um? Ich würde sagen, die Steigerung. Ah, nee, das lohnt sich kaum. Doch, das mache ich jetzt aber mal. Dann werden wir hier dann diese Sachen ändern. Du wirst jetzt auch aufstehen und dann wirst du hier auch den Garten pflegen. Und zwar Unkraut jäten. Du wirst hier gießen. Ja, du wirst erstmal gießen. Und danach ernten wir dann schön brav ab. Du bist hier am Unkrautjäten. Ja, ich weiß, ihr habt alle super doll Hunger, aber ich kann das jetzt nicht ändern. Deshalb, oh, du bist dir hier, oh Mann, ich habe so viele Wünsche hier. Das hätte ich jetzt noch nicht einloggen sollen. Das gibt ja auch noch mal. Na gut, das ist egal. Dann mach das Bett mal nicht. Ja, mein Gott, wie lange brauchst du denn noch zum Aufstehen hier? Stopp, hör auf, das Bett zu machen. Ich weiß, du hast Hunger. Oh, können wir das jetzt nicht machen? Hallo, kannst du jetzt mal hier Unkraut jäten gehen, du doofe Kuh? Mein Gott. Du gießt hier und ich würde sagen, um 7:50 gehen wir dann hier mit dir baden. Du möchtest mit Caroline plaudern. Die wird dann wahrscheinlich jetzt gleich anfangen zu schreien und dann kann der arme Caleb hier nicht mehr schlafen. Das ist ziemlich blöd. Naja, solange das hier aber noch geht, lassen wir das mal. Du stinkst auch schon. Oh, das ist natürlich jetzt echt blöd mit dem Duschen, ne? Mit dem Baden, meine ich. Dann würde ich aber sagen, ist es jetzt soweit, dass du hier, nachdem du die Pflanze gegossen hast, du hier ein Bad nehmen gehst? Was machst du hier? Ja, okay, du willst sie stillen. Das kannst du von mir aus ruhig machen. Du hörst mal jetzt auf hier mit Gießen und gehst schnell baden. Oh Gott, das wird sehr knapp. Ich hoffe, wir schaffen das noch rechtzeitig. Oh Mann, das ist doch echt ein Chaos hier. Also du stillst deine Tochter. Du gehst baden. Du stillst, ich mach das nochmal neu hier, stillen. Dann kuscheln, dann kitzeln. Dann Windel wechseln mal. So, und dann sie am besten auf den Boden legen. Du fängst gleich an zu schreien, weil das hier blöd ist. Das brauchst du eigentlich nicht machen, das ist unnötig. Du möchtest angeln lernen. Das wäre eigentlich geschickt, aber die Fische können wir sowieso nicht nehmen, weil die verseucht sind. Den Angelkurs können wir vergessen. Ein Elixier bekommen, das werden wir auch nicht, weil wir alles das Krams nicht haben. So, dann würde ich aber sagen, können wir mit dir auch ernten? Nee, wir können gar nichts machen hier im Garten. Das ist sehr blöd. Das ist vor allem auch super unlogisch. Aber ich würde sagen, du bist zwar hungrig, aber wir können mit dir, können Kinder schon Sachen auf dem Schrottplatz bergen? Könnten sie, wenn hier Gegenstände wären. Aber hier haben noch keine neuen Gegenstände gespawnt. Das heißt, das geht sowieso nicht. Das ist natürlich doof, aber ja, dann würde ich sagen, kannst du doch einfach mal hier mit dem Spielzeug spielen. Stimmt, das geht ja bei dir. So, und wenn du hier gebadet hast, oh gut, wir haben gerade noch rechtzeitig das Wasser eingelassen. Du badest hier,
Du stillst deine Tochter. Und danach setzt du sie hier ab. Wann wird denn Caroline zum Kind? Morgen. Okay. Das heißt, wir werden dann hier mit dir auch mal die Tomaten ernten. Zumindest die eine Pflanze, dann kannst du die nämlich dir rösten. Und dann... Mädel, bist du wirklich so doof? Ja, dann röste die halt erst Marshmallows, du blöde Kuh, ey. Oh Gott, das macht mich wahnsinnig. Ja, ich weiß, du bist hungrig. Ich kann es jetzt aber nicht ändern. Meine Güte. Und die wird sich garantiert wieder alles verbrennen. Das ist ziemlich doof, dass sie die um die Regenrinne drumrum gehen. Oh, du könntest doch auch hier mal mit dem Mädel hier Kuckuck spielen, umarmen und dann nochmal Kuckuck spielen. So, du röstest dir jetzt hier eine Packung Marshmallows und du hörst auf, das Bett machen zu wollen. Du, ey, das gibt's doch nicht. Das macht mich wahnsinnig. So, und du kannst dann hier wahrscheinlich auch gleich nicht mehr ernten. Du gehst dann hier gleich noch aufs Klo. Das heißt, wir müssen mit ihr auch erstmal noch... Oh Mann, wir müssen mit dir dann auch erstmal Marshmallows rösten. Den Scheinwerferpilz lassen wir mal. Das ist mir zu riskant. Ja, wenn du gebadet hast, dann gehst du aufs Klo und dann röstest du dir hier auch einen Marshmallow. Und... Ach so, ich muss vor allem mal hier ein Foto machen von ihm hier. Das habe ich ganz vergessen, weil wir ja jetzt neuen Zuwachs haben. So, da gehen wir mal noch hier runter und machen hier ein Foto von dem Guten, wie er hier spielt mit dem Spielzeug. Okay, das heißt, wir haben jetzt Familienzuwachs bekommen. Kann der sich eigentlich etwas rösten? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Kann der gute Caleb sich hier auch was rösten? Okay, dann machst du das auch mal, wenn du dann hier so ein bisschen nur gespielt hast. Das ist super. Du bist jetzt dann hoffentlich nach Ewigkeiten auch mal fertig hier mit Baden. Und wenn du dann hier... Hast du sie wieder verbrannt... Ich weiß nicht, warum sie so ein Problem hat, die Sachen nicht zu verbrennen. Aber irgendwie ist das doch nicht so schwer. Ich meine, sie verbrennt die ganze Zeit diese blöden Marshmallows. Ich verstehe es nicht. Warum? Ich verstehe es einfach nicht. So, wenn du das hier gegessen hast, sie verbrennt nicht nur die Marshmallows, sondern sie verbrennt halt auch alles andere. Und dann ist sie das total angewidert, was das ganze Essen angeht. Und beschwert sich hier wie sonst was. Das ist einfach nur dumm. Aber naja, ich kann es nicht ändern. So, vor allem werden wir dann mit dir hier das Marshmallow nicht rösten, sondern wir gehen mal mit dir hier hin. Und dann ist sie hier hoffentlich gleich fertig mit Tomatenernten. Das wäre sehr schön. Und da ist irgendwas merkwürdig mit der Animation. Okay, dann kriegst du hier jetzt nämlich eine Tomate und die röstest du dir jetzt. Etwas rösten, die Tomate. Upsa, so bitte. Dann kriegst du nämlich den ganzen Hunger voll, weil wenn wir Tomaten rösten, dann geht das hier alles hoch. So, du wirst dann aufhören, dir ein Marshmallow zu rösten, sondern röstest dir auch eine Tomate. Und du hast wahrscheinlich immer noch Hunger, ne? Genau, dann kannst du dir die letzte Tomate dann rösten. Wenn du hier alles geerntet hast... Ja, dann ist das ganz gut, dann reicht das erstmal. Du kannst dir hier jetzt auch mal aufhören, hier zu spielen und dir dann auch die Tomate rösten, nachdem du hier mit der guten Caroline ein wenig gespielt hast. Und ja, hier wird geerntet, wenn du dann hier gegessen hast. Oh nein, jetzt hat sie es auch verbrannt. Das heißt, es wird bei ihr auch... Oh nein, okay, es scheint wohl nicht so sehr verbrannt worden zu sein. Doch, ist es. Sie sieht sehr angewidert aus. Hier kommt der zweite Stuhl auf magische Weise aufgetaucht sein. Hä? Das macht gerade keinen Sinn, was ich sage, aber egal. Du wirst dann hier den Garten pflegen, bitteschön. Wenn du hier gegessen hast. Wie lange dauert das denn noch? Hallo? Okay, perfekt. Jetzt hast du keinen Hunger mehr. Dann würde ich sagen, werden wir hier... mit dir den gesamten Garten pflegen und alles machen, damit das hier besser wird. Hier sind noch die Gegenstände aus dem Familieninventar, die wir gestern geborgen haben vom Schrottplatz. Ich glaube, es muss einmal regnen, damit die hier sauber werden.
zumindest meine ich das früher, aber das war auch noch ziemlich verbuggt. Du hast es wahrscheinlich jetzt auch angebrannt, ne? Ja, natürlich, klar. Das heißt, ich weiß nicht so ganz genau, ob das hier funktionieren wird. Du willst angeln gehen. Ich lasse das mal eingeloggt. Du willst hier, wenn du geerntet hast, dann gehst du doch mal bitte hier dein Aussehen ändern. Und dann röstest du dir. Du röstest dir... Was röstest du dir denn mal? Wir können aber vor allem, ich würde sagen, wir packen noch mehr Pflanzen hier, die angebaut werden müssen. Wir haben schon 12 Äpfel und 7 Tomaten. Wir haben hier eine sehr gute Tomate, die kann dann die Henna anbauen. Wir haben einen sehr guten Apfel, den können wir dann auch anbauen noch zusätzlich. Und einen sehr guten Kopfsalat. Das heißt, das werden wir hier auch pflanzen. Essen werden wir das erstmal nicht, das wäre sehr wünschenswert. Was haben wir denn hier? Mandeln und Walnüsse. Okay, können wir die auch rösten? Das würde mich auch mal interessieren. Dann werden wir das hier auch noch anpflanzen, denn wir brauchen sehr viel Obst und Gemüse. Und ja, du änderst jetzt hier erstmal dein Aussehen und dann röstest du dir doch einfach auch mal hier einen Apfel. Du kannst dir mal einen Apfel rösten, ja, warum nicht? Dann bist du hier jetzt fertig. Was könntest denn dann du mal machen? Du könntest eigentlich auf Sammelobjektsuche gehen. Wir haben doch da noch Zwiebeln, aber das bringt uns eigentlich gar nicht viel. Ist denn jetzt hier mittlerweile was gespawnt? Ja, ein Sofa, das ist doch super. Dann würde ich sagen, werden wir mit dir mal erstmal, du gehst nicht baden, sondern du läufst mal bitte hier hin. Ah, okay, jetzt werden wir dann mit einer billigen Schere ihr die Haare kürzer schneiden. Dann haben wir zumindest diesen Wunsch uns erfüllt. Ich hoffe, wir haben hier schöne Haare überhaupt drin. Ich glaube ja, sonst würde das hier nicht so lange laden. Und ich glaube, die Musik ist gerade wieder mega laut. Ich werde das vielleicht einfach rausschneiden. So, die Haare, sind die kürzer? Ne, die sind länger. Wir bräuchten hier, das da wäre doch auch mal eine Idee. Aber das ist zu krass, das ist zu kurz. Eine schöne Kurzhaarfrisur. Die da? Nee, die ist länger. Das da wäre doch eigentlich ganz cool. Dann machen wir das hier. Das sieht doch gut aus. Das wird jetzt dann die neue Frisur von der guten Veronica. Eine einfache, schnelle Frisur mit einem neuen Haarstyle. Dann haben wir zumindest ihr diesen Wunsch erfüllt. Genau. Dann wünscht sie sich jetzt wahrscheinlich... Ah, du wünschst dir jetzt immer noch das Bett zu machen. Das ist perfekt. Dann machst du hier erstmal noch das Bett. Und dann röstest du dir hier den Apfel. Achso, ich vergesse immer, dass man das nochmal einloggen muss mit okay. Den Apfel rösten. So, du rennst zum Schrottplatz. Und du bist hier noch am Aufpflanzen. Was rede ich da für ein Mist? Sieht das irgendwie komisch aus? Nee, das sieht doch eigentlich ganz süß aus, hier die Frisur. Ja, das ist doch schön. Dann hast du jetzt diesen Wunsch dir eingeloggt. Wir werden kein Puppenhaus kaufen und auch kein Töpfchen. Wie sieht's denn hier so aus mit 20.000 bräuchten wir für sie? Für sie können wir noch keine Midlife-Crisis. Das heißt, wir könnten aber für Caroline morgen zumindest schon... Was ist denn das hier? Züchterin von Robokreaturen? Nein, wir könnten zumindest morgen schon Caroline das Merkmal kleptomanisch geben. Dann können wir es aber Veronica nicht mehr geben. Und wie lange sind Kinder Kinder? 7 Tage. Das heißt, wir müssen noch 7 Tage warten, bis wir mit Caroline, falls das als Kind das Stehlen nicht geht, was ich denke, dass das so sein wird, müssten wir noch 7 Tage warten. Weil wir keine Merkmale doppelt nehmen dürfen, ist das auch nicht ganz so einfach so. Dann werden wir dir mal eben hier das Skizzenbuch in den Inventar packen. Und weil du malen willst, bin ich doof? Kannst du nicht malen oder was? Was ist das denn? Können Teenager nicht im Skizzenbuch malen? Oh, wie doof ist das denn? Oh, na gut, dann bist du schon wieder super müde. Ah nee, du hast nur schlecht geschlafen. Dann machst du hier mal ein Nickerchen und mir fällt gerade auf, du bist doch bestimmt... Oh mein Gott, bist du doof! Geh weg von dem Kind! Du bist doch wahnsinnig!
Geh hier hin. Nee, 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 nee. Sitzen. Oh, Kinder können nichts bergen vom Schrottplatz. Warum, warum? Mann, das ist doch doof. Kinder können auch nichts ernten. Das heißt, Kinder sind hier am Anfang sowas von nutzlos. Oh, guck mal, hier wird auch gegrillt an der Grillstation. Na gut, dann gehst du bitte nicht so nach Hause, sondern, ja, dann würde ich sagen, werden wir hier mit dir, du kannst ja nicht mal Fußball, oh Gott, mit den Kindern kann man echt null machen. Du wirst hierhin laufen. Du kannst dich dann eigentlich mal hier entspannen und ein Nickerchen machen. Oder du schläfst. Ja, das ist eine gute Idee, wenn er sich da entspannt und dann Nickerchen macht. Du bist hier am Gartenarbeiten noch. Das ist gut, vielleicht kriegst du... Ach so. Ist der Wunsch schon in Erfüllung gegangen? Du könntest mal einfach... was könntest du denn jetzt mal machen, Mensch? Du kannst nicht mit dem Ball spielen. Haben wir hier nicht noch einen anderen Ball irgendwie? Wir hatten doch hier noch einen anderen Ball hin platziert. Oder nee, ich glaube, das hatten wir sogar nicht. Das ist dumm. Dann können wir mit dir eigentlich nichts richtig machen. Im Bistro essen gehen. Dann wirst du einfach mal schlafen. Ja, ich weiß, es ist ganz schlimm, dieser grauenvoll dreckige Stuhl, Sessel. Du gehst jetzt mal bitte hier hin. Mädel, perfekt. Du läufst jetzt da mal hin und dann spielst du da weiter mit Steffen. Bitte schön. Hier mit Steffen spielen. Und du musst schon wieder aufs Klo. Das heißt, du kackst dich gleich ein. Okay, du bist jetzt hier Nickerchen machen. Stimmt, das hatte ich dir ja angewiesen, ne? Dann kann doch die Henna, wenn sie hier fertig ist... Dann mache ich das mal schneller, wenn die jetzt alle hier schlafen gehen. So, du wirst jetzt wahrscheinlich dann wieder schreien. Deshalb sing doch einfach mal Steffen vor. Dann spiel wieder mit ihm. Und dann sing ihm nochmal vor. So lange, bis Henna hier fertig ist mit dem Pflanzenkram. Veronica hat eine Einladung auf die Party bekommen. Das werden wir nicht annehmen, weil wir da nicht hingehen werden. Ja, es wäre sehr schön. Okay, jetzt noch einpflanzen. Und dann möchtest du mit Caroline plaudern. Okay, hast du dich jetzt hier schon eine Stunde lang wirst du noch brauchen? Dann werden wir mit dir mal hier plaudern, dich kuscheln, dich kitzeln. Und alles hat sie ja schon gelernt, ne? Genau, wir können sie nur noch auf Boden füttern. Das werden wir aber nicht machen. Dann wäre sie nämlich nicht mehr... in die Luft werfen. So, das können wir mal machen hier mit dir. So, und dann 40 Minuten müssen wir noch... Nein, du gehst nicht baden, sondern du möchtest hier wieder das Bett machen. Das ist doch perfekt. Dann können wir das gar nicht. Das müssen wir dann, glaube ich, mit dem Bett hier machen, wenn der gute Caleb aufwacht. Ich glaube, das lasse ich ihn auch jetzt mal hier aufwachen. Und können wir denn mit ihm hier Ball spielen, Fußball spielen mit... Nein, das geht nur mit Teenagern. Was können wir denn dann jetzt mit Caleb machen? Du könntest einfach mal dich hier entspannen. So, und dann einfach das Buch lesen da. Das ist doch eine gute Idee. Dann packe ich dir das hier in deinen Inventar. Denn dann kannst du hier das Bett machen. Wenn du jetzt dann mal aufwachst, bitteschön. Nein, 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 nein. Zeichnen üben musst du jetzt nicht, sondern du machst dann hier jetzt gleich das Bett. Bitte schön, Bett machen. Dann ist dir der Wunsch in Erfüllung gegangen. Und dann brauchst du noch Level 8 der Gartenarbeitsfähigkeit. Wir haben jetzt Level 7. Hat sie denn mittlerweile hier genau den einen unbekannten, ungewöhnlichen Samen? Kannst du mal hier noch einpflanzen? Das ist ein super Chaos hier. Ja, du kannst doch jetzt hier bestimmt... gleich auch mal noch die gute Caroline hier mit Kralle angreifen und dann nochmal kuscheln und nochmal kitzeln. Dann sollten 10 Minuten auch rum sein. So, und wenn du hier fertig angepflanzt hast, dann übst du 3 oder 4 Mal zeichnen.
Und du hast dich jetzt langsam hier hoffentlich eingekackt, weil dann kann ich dir endlich die Windel wechseln. Jetzt vielleicht? Schmutzige Windel wechseln. Genau, perfekt. So, und du liest jetzt hier von alleine das Buch. Das ist perfekt. Du liest dir hier wahre Märchen durch. Das ist ein sehr schönes Handtuch. Ich fände es eigentlich ganz gut, wenn es immer dasselbe Handtuch wäre. Aber das kann ich jetzt leider nicht ändern. Malen kannst du erst in 4 Tagen. Dann hebe ich dir aber mal den Wunsch auf. Und ich würde sagen, anstatt dass du hier mit Caroline kuscheln. Okay, dann werden wir hier nicht mit dir zeichnen üben, sondern wir werden Fußball spielen mit Hannah. Und die gute Caroline, die kann sich jetzt erstmal ein bisschen mit sich selbst beschäftigen. Du wirst hier keine Gitarre spielen, denn das hört sich immer unglaublich scheiße an. Und ja, du spielst jetzt dann bitte schön hier Fußball mit der guten Hannah. Ja, perfekt. Ihr spielt hier schon gemeinsam. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Danke, wir werden nicht auf die Party gehen. Achso, ihr werdet euch dann hier die Bälle hin und her schießen, oder wie? Auf jeden Fall lernt ihr beide Athletik und das ist unglaublich wichtig. So, du liest hier noch. Ich muss mal hier ein Auge auf alle behalten. Kommt man hier auch mit Leerzeichen? Kann man hier auch durchswitchen. Das ist sehr schön. Das habe ich nämlich gesehen, dass sowas bei Sims 4 geht. Und deshalb hatte ich mich gefragt, ob das auch bei Sims 3 geht. Du bist hier am Lesen, du bist bei der Hälfte, du frierst. 8 Grad sind es gerade, was ist das denn für ein... Achso, weil in einem Tag schon Herbst ist. Das ist natürlich richtig doof. Das heißt, die Pflanzen werden dann schon bald inaktiv. Das heißt, wir müssen unbedingt so viel wie möglich abernten. Das wäre sehr wünschenswert, denn wenn die inaktiv werden, dann haben wir nichts mehr zu essen. Und das ist auch sehr blöd, weil dann können wir gar nicht mehr viel eintauschen, weil wir, glaube ich, Essenseinheiten oder Lebensmittel eben eintauschen müssen gegen Pflanzen, gegen Gegenstände, so meinte ich das, ich glaube, am Tag 22 können wir das machen. Ihr seid hier noch am Spielen, du bist hier am Spielen. Du kriegst auch langsam Hunger. Du bist hier am Frieren. Aber du liest jetzt das Buch noch fertig. Dann kannst du... Warum hast du denn... Ach so, man kann nur in Badesachen hier sich sonnen. Das ist natürlich sich entspannen. Das ist natürlich doof. Und vor allem glaube ich, dass wir ein Kind... Wahrscheinlich muss Caleb dann auf dem Sofa schlafen, weil das ist dann halt echt Carolines Bett hier. Weil sie kann ja als Kleinkind nicht mehr in einem... Als Kind nicht mehr in einem Kleinkinderbett schlafen. Das ist sehr ungünstig. Aber ich würde sagen, du spielst hier mal noch ein bisschen mit Stefan. Und dann bist du jetzt hier fertig. Dann würde ich sagen, willst du dich aufwärmen, dann geh hier rein und unternimm eine Spazierfahrt. Ja, warum nicht? Du kannst jetzt hier aufhören, dich zu entspannen. Ihr beginnt wahrscheinlich auch schon hier mit Frösteln, ne? Vielleicht kriegt ihr dann auch den Wunsch, reinzugehen. Benutzen. Nein, die Textnachricht werden wir nicht empfangen. Ich würde eigentlich euch ganz gerne hier noch hochleveln. Also zumindest, ja, okay. Jetzt können wir von mir aus aufhören mit Fußball spielen. Du willst muskulöser werden, die Gärtnerin-Karriere einschlagen. Muskulöser werden ist halt schwer, ne? Ich würde aber sagen, du gehst jetzt nicht aufs Klo, sondern kuschelst erstmal die gute Caroline. Kuscheln. Du hörst hier auf zu spielen. Und du kriegst gleich nochmal den Ball, damit du auch nochmal ein bisschen besser hier wirst. Du spielst hier gleich nochmal ein bisschen Fußball. Ja, das würde ich jetzt erstmal sagen. Bleibt so. Und ich sehe gerade, es sind schon 34 Minuten. Und ich habe die ganze Zeit vergessen, den Browser zu schließen. Oh mein Gott, bin ich doof. Ich bin so doof. Ja, das ist natürlich dumm gewesen. Das heißt, der ganze Part ist eigentlich für den Arsch. Och Mann, das ist doch doof. Na gut. Dann würde ich sagen, hast du dir hier den Wunsch erfüllt? Du möchtest muskulöser werden, das können wir ausprobieren. Zumindest, dann würde ich aber sagen, wirst du hier die Gute nochmal stillen. Aufs Töpfchen muss sie, glaube ich, erstmal nicht. Das heißt, wir werden dich hier stillen, kuscheln und kitzeln. Und dann
hier absetzen. So, dann gehst du auf jeden Fall aufs Klo und dann malst du vielleicht einfach noch ein bisschen. Hier zeichnen üben zweimal und du bist hier am Fußball spielen und du wirst auch schon langsam müde und musst auch aufs Klo. Das ist natürlich ungeschickt, aber ja, ich denke, ihr werdet dann hier, ich denke, ich werde jetzt auch hier langsam den Part beenden, weil viel kann ich hier jetzt nicht mehr machen, außer die noch länger hier spielen zu lassen, malen zu lassen und so weiter und so fort. Du kannst hier zwei, wie gesagt, noch mit dem Steffen spielen. Und ja, ich werde jetzt den Part hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss!